Okay, Leute, das wusste ich gerade wirklich nicht, aber wir starten tatsächlich, wenn wir auf Continue drücken, direkt wieder bei diesem Endkampf. Ich ziehe mein Gewehr, ich gehe mal kurz eine Etage höher und wir werden versuchen, diesen Schmetterling dort... Schmetterling? Dieses Wesen auf jeden Fall zu töten. No, ist besser, es fiel mir jetzt auch nicht ein, ne? Es sieht richtig böse aus irgendwie, es sieht richtig, richtig böse aus. So, wir stehen hier, wir drehen uns schnell, sie ist aber schneller, juhu. Neins! Es ist tatsächlich etwas kompliziert, ja. Ich bin nicht so ein guter Kammerjäger. Vor allem jage ich ja auch gerade gar keine Kammern. Aber so ein bisschen Kammerflimmern bekomme ich schon, wenn ich daran denke, so ein Tier möglicherweise mal an mir vorbeifliegen sehen zu müssen. Drei Verben, juhu. Direkt hintereinander, hurra. Und da soll mal jemand sagen, ich benutze zu wenig Verben. Das hat zwar niemand gesagt, aber es hätte jemand sagen können. Wir heilen uns auf jeden Fall nochmal. Wir haben noch 4 Verbandskasten, das ist relativ gut. Ich vergesse immer, dass ich auf schwer spiele. Das ist auch ziemlich ungewohnt. Oh mein Gott. Denn Silent Hill 1... Ich würde nicht sagen, dass es auf schwer wirklich schwer ist. Nur wenn man da noch labert... Und die Motte hört mir überhaupt nicht zu. Warum rede ich denn überhaupt? Wenn sie mir doch ohnehin nicht zuhört. Ach so, ja, Zuschauer gibt's ja auch noch. Wo seid ihr, wenn ich euch brauche? Warum hat niemand von euch Insektenmittel dabei und so? Ja. Ey, das war gut ausgewichen. Wenn man mal davon absieht, dass es schlecht ausgewichen war. Joa, munitionsmäßig sieht es nicht mehr so gut aus für das Gewehr. Insofern... Holen wir uns jetzt die Flinte. Jetzt die Flinte, ja. Nachladen direkt. Und weg mit dem Mistvieh. Hallo Mistvieh, könntest du bitte weggehen? Ich schieß doch jetzt wirklich aus nächster Nähe. Danke. Auf Wiederhören. Jetzt könnt ihr den Platz, den Ort vielleicht sogar besser kennen als noch zuvor. Ja. Hier sind wir. Direkt vor dem Krankenhaus. Die Motte ist tot. Wir befinden uns auf der Suche nach Cheryl. Wie oft habe ich diesen Satz jetzt schon in diesem Let's Play gesagt? Have you seen a little girl? Speed Limit 35. Ich glaube nicht, dass Harry ganz so schnell läuft. Das hier dürfte sogar die richtige Richtung sein. Ist es aber nicht. Mann, das ist unfair. Wir haben gerade nichts Besonderes zu erledigen. Ich wiederhole das immer wieder, weil man sich hier ziemlich schlecht anstellen kann. Konami Burger! Lest mal, was da oben steht. Oh, Konami Burger. Yay. Erinnert mich an die Sache mit Bethesda und Fallout 3. Tja. Die Publisher haben ihren Namen im Spiel unterbringen lassen oder wurde zumindest umgebracht. Umgebracht, ja, gut, mehr oder weniger auch. Aber das erst viel später. Wir auf jeden Fall laufen zurück auf die andere Seite des Sees. Des Sees. Und werden ganz plötzlich und unverhofft Zeuge einer Teleportation. Ich finde es irgendwie gut, dass sie den Part geskippt haben. Das muss das Wasserwerk sein, das Lisa erwähnt hat. Ja, habe ich euch auch schon mal gezeigt, als wir auf dem Weg waren zur Schule. In Folge 4 war es, glaube ich. Das ist ein Schloss. Und das ist ein Hammer. Hammer sind dafür da, um Schlösser zu öffnen. Tja, der Mann weiß, wie er sich zu helfen hat. Hör mal, wer da hämmert. Offensichtlich ist der Zugang zur Kanalisation sogar bereits geöffnet
und wir können ins tiefe Dunkel steigen. Mach mal ein bisschen schneller. Okay. C1. Kanal 1 vielleicht? Keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nein, der war schlecht. Der war richtig mies. Und schaut mal dort, wer wieder da ist. Unsere lieben Freunde. Jo Mai, wie geht's denn so? Sterb doch. Verreck doch einfach. Wir laufen jetzt weg. Wir laufen hier durch. Als hätte uns... Oh, oh, oh. Das war so nicht geplant, wie sich einige vielleicht vorstellen können. Mein Gott. Verdammt. Das war alles so überhaupt nicht geplant. Tja, die Kanalisation hier wurde länger nicht aufgeräumt. Ein paar Wesen, ein paar Monster sind durchaus zu finden. Aber auch Munition, meine Freunde. Und ein Boot, mit dem wir allerdings nicht fahren können. Oh mein Gott. Ich glaube, auf der Seite hier war auch noch was, ja? Ein Gesundheitstrink. Wir brauchen momentan nichts mehr als den Gesundheitstrink. Und ich frage mich, warum ich in dieser Phase des Spiels noch den Nahkampf bediene, wenn wir immerhin 200 Schuss für die Pistole haben. Vielleicht, weil die Pistole schwächer ist als der Hammer? Ja, wahrscheinlich. Aber immerhin... Nee, noch nicht mal die Kakerlaken will er abschießen. Er möchte nicht zielen. Zielen ist so... so konventionell, ja? Das macht doch jeder. Harry ist nicht so ein Mainstream-Zieltyp. Harry schießt einfach mal. Selbst wenn er nicht trifft. Wir sind in Kanal 2. Also Gale's Taming sozusagen. Und keep out. Wir gehen trotzdem rein. Vielleicht wird der Kanal deshalb so selten besucht. Ich sollte einfach das Keep-Out-Schild wegmachen. Egal. Harry, willst du mir jetzt wirklich sagen, dass du nicht da drüber kannst? Ah! Dieser Typ. Der Sound spielt mal wieder ein bisschen verrückt. Nur ein kleines bisschen. Aber ein gigantisches kleines bisschen, verdammt. Und wir haben eine Karte, danke. Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass hier ein Schlüssel hängt, nämlich der sogenannte Kanalisationsschlüssel. Und dass wir hier speichern können in der sogenannten, naja, Kanalisation. Keep out. Werde ich nicht tun, meine Freunde, werde ich nicht tun. Oh Gott! Ich wundere mich noch, was das war. Was ist... Ich spiele dieses verdammte Spiel 20 Mal, aber ich kann mich an nichts erinnern. Oma! Ho! Das ist nicht Oma. Aber trotzdem, ho! Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Silent Hill 1. Wir machen unseren Weg durch den tödlichen und dunklen, feuchten, nassen, schrecklichen Kanal. Damit meine ich nicht Blackhand, sondern ich meine halt den Unterwasserkanal. Unterwasserkanal? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Unterirdischen Kanal meine ich. Ja, und bis dahin, ciao.